Kaisers präsentiert. Starkoch Chakal reist durch die Welt und moderiert Kochsendungen in Portugal und China. Jetzt hat er ein Restaurant in Berlin eröffnet. Warum das zum Heulen ist, heute bei Berlin kocht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie bei Berlin kocht. Obwohl, eigentlich kannst du die Sendung ja auch anmoderieren. Du kannst ja auch moderieren, oder? Ja, kann ich sagen. Herzlich willkommen in Berlin. Hier, wir sind in Schöneberg, in Goldstraße und Frankenstadt, in Sudaka. Das ist unser Restaurant mit Josi. Wir kochen hier und wir werden machen heute eine schöne, frische Ceviche. Ich hätte nicht was mal sagen können. Einkaufen muss ich dann aber schon auch selber machen. Heute bei Kaisers am Neuendorfplatz, wo bereits zwei saftige Mangos auf mich warten. Lateinamerikanische Küche steht heute auf dem Plan und dafür brauche ich außerdem Lauch, Limetten und Chilischoten, die später noch von sich reden machen werden. So, und wo geht's jetzt hier zum Meer? Hallo, Herr Lessmann. Hallo, was kann ich heute für Sie tun? Ich bräuchte Fisch mit weißem, festem Fleisch. Kann ich Ihnen empfehlen, die Cabrio-Loins oder den Steinbeißerfilet? Steinbeißerfilet wird sehr gerne gekauft, das ist ein guter, edler Fisch. Sieht gut aus, dann nehme ich da so ein großes Filet, bitte. Ein großes Filet? Ja. Schauen Sie mal. Perfekt. Ja? Ja. Dann bedanke ich mich und gutes Gelingen. Schönen Tag noch, ja? Dankeschön, tschüss. Und mit Josie und Chakal kochen wir heute. Und was machen wir? Ceviche, glaube ich, ne? Ceviche. Ja, Ceviche. Wir haben eine Fusion, ein bisschen Fusion gemacht. Mhm. Ceviche kommt aus Peru. Wir machen ein bisschen so brasilianisch Ceviche. Okay, Ceviche muss man vielleicht mal erklären für die Zuschauer, die es nicht wissen, ist Fisch mit verschiedenen Gerichten noch drin. Genau. No Fisch, aber in Zitronenmariniert. Es war eine Gerichte für arme Fischermann. Mhm. Das kommt von den Küsten von Fischen von einer Woche und das. Und ich habe keine Feuer, sondern nur Limetten. Fisch, marinieren, Chili, das was die Basis von den das von war Ceviche. Halt, was halt da war, ne? Der Fisch und dann noch ein bisschen angereichert. Die wichtigste ist, die Fische immer frisch sein und der Haut. Okay. So, wir müssen so machen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Haut. Ich habe ja ein bisschen Angst, ich stehe hier zwischen zwei absoluten Profis. Ich mache einfach langsam, dass ihr vor mir fertig seid und dann macht ihr nämlich meins wahrscheinlich auch. Ich bin Profi von Fleisch. Also Fieselarbeit ist ja immer nicht so meins. Ich hasse das machen. Ich habe gehofft, du machst meins auch noch. Fleisch. Warum die Leute muss Fisch essen? Müssen sie Fisch essen, liebe Zuschauer? Was essen die Katze? Was? Das essen die Katze. Nur für Leute. Ich schließe mich mal an Chakals Meinung an, glaube ich. Essen Sie lieber Fleisch, liebe Zuschauer. Ja, Josie kann Fleisch. Das. So, ihr habt das Restaurant Sudaka ganz neu. Oh, September, ja, 6 Monate. September, ungefähr, ganz neu hier in der Goldstraße aufgemacht. Und was ist euer Konzept, südamerikanische Küche? Das ist eine gemischte. Ich komme aus Argentinien, sie kommen aus Brasilien. Wir haben Mitarbeiter hier, das kommen aus Peru, aus Kolumbien, hier in der Küche. So ist ein gemixt von einer Idee von Südamerika wie eine Land, ein Kontinent. So ein bisschen gutes Fleisch kommt aus Argentinien, gutes Fischgerichte kommt aus Peru, gute Beilagen kommen aus Brasilien. So, wir haben alles zusammen in eine Richtung gemacht. Ach so, und du bist Argentinier und deswegen machst du keinen Fisch, weil ihr seid eher so die Fleischleute, oder? Wir sind nur Fleisch. Fleisch mit Fleisch, vielleicht ein bisschen Brot, aber nur Fleisch. Ja. Kein Fisch. Nee, kein Fisch. Der kommt aus Peru. Und der wird jetzt in kleine Würfel geschnitten, was ein stolzes argentinisches Steak auch nie mit sich machen lassen würde. Neben einigen Limetten, in denen der Fisch mariniert werden soll, macht sich eine rote Zwiebel bereit für ihren Einsatz. Grausam aber wahr, der Zwiebel wird das Herz herausgerissen, denn das ist zu stark für unser Ceviche. Die Rache der roten Zwiebel folgt auf dem Fuße. Chakal hat bereits die Flucht ergriffen und auch über Josie schwebt ein Damoklesschwert. Sag mal, Josie, du bist aus Brasilien, ja? Ja, ich komme aus Brasilien, ja. Sud aus Brasilien. Was hat dich denn nach Berlin verschlagen? Der Job oder die Liebe? Der Job, die Liebe, weil meine Familie kommt aus Deutschland. In Südbrasilien, wir haben viel Deutsch. Meine Stadt heißt Blumenau, so das ist... Ah, da habe ich schon von gehört. Das, ja, wir haben Oktoberfest aus. Müssen Sie mal gucken, liebe Zuschauer, im Internet. Also genau, da gibt es nämlich ein Oktoberfestival von der Zwiebel. Soll ich die Zwiebel schneiden? Ja, bitte schön. Ach, es ist zum Heulen. Doch der argentinische Retter ist nah. Chakal, du hast einen Trick, wie man nicht weint. Wie weint man nicht? Chakal kann nicht reden, weil Chakal hat nämlich einen Mund voll Wasser. Und dann weint man nicht, liebe Zuschauer.
Wasser im Mund. Sehr gut. Ja, dann funktioniert. Funktioniert wirklich, hast du gesehen. Jetzt wird ein Problem sein, weil ich habe die Wasser jetzt fängst du auch getrunken. So, ja. Das macht nichts. Emotionen sind immer gut im Fernsehen. Ich bin gut. Sag mal, Chakal, jetzt muss ich natürlich fragen, ne? Die Turban-Geschichte, erzähl mal. Die Turban kommt aus Afrika. Ich habe eine große Reise gemacht, 2 Jahre in Afrika. Ja. Habe von Lissabon nach Kapstadt, Kapstadt, Kairo, Kairo, Lissabon gefahren mit Auto. Wow. Und dann habe ich in der Mitte von den Reisen angefangen zu benutzen Turban. Und dann war ich immer mit Turban und dann habe ich angefangen mit Kochen mit Turban, ja. Aber wegen den Haaren. Und dann die Leute sagst, die kochen mit Turban, yeah. Und bla bla bla, so was, kein Marketing oder was, nur... Bist du quasi dabei geblieben dann einfach? Ja. Yeah. Und du hast gerade schon erwähnt, du bist viel gereist, ne? Du bist eigentlich aus Argentinien, mhm. Und bist dann aber auf Reisen gegangen. Und was hast du überall, wo warst du überall schon? Ganz Lateinamerika, von ja. Argentinien nach Mexiko, ja. USA, ganz Europa. Halbes Afrika, ungefähr 28 Länder in Afrika und China, ich arbeite in China viele, Indien habe ich auch gearbeitet, und, Asia viele auch. China hast vielleicht 100 Länder, also ein bisschen mehr. China ist ja auch eine ganz spezielle Küche, ne? Ja, beste. Beste Küche? Beste Küche von mir, ja, es ist die besondere Küche in der Welt. Sie haben 5000 Jahre Geschichte Küche, ja. Nicht wie Europa hat 300 Jahre. Wenn du gehst in einen chinesischen Supermarkt, du kennst vielleicht 3% von den Zutaten. Echt? Ja. Du auch. Ist egal was, welche Koch, egal. Es ist alles anderes Welt. In unserer lateinamerikanischen Welt kommt als nächstes eine Mango zum Einsatz. Und eine Chili. Ich möchte es mal ein bisschen. Ja, soll ich die schneiden? Nee, essen. Meine. Ach so, was ist denn das für eine? Du sagst es gut. Nicht. Ja, wenn du auch isst, essen. Wenn du machst, okay, dann okay. Okay. Wir fangen hier. Ja. Hier, fangen hier. Halbe. Du kannst du auswählen. Du beißt erst rein. 1, 2, 3. Okay. Auf 1, 2, oder nur reinbeißen? Reinbeißen. Okay. 1, 2, 3. Alle. Aha. Das schafft nicht. Noch gar nichts. Nicht. Wir gehen zu den Semmeln. Ja. Rühre mal. 1, 2, 3. Jetzt. Okay. Okay. Also ich bin heute noch dabei. Ich bin noch dabei. Gucken wir mal. Ah, ganz nah die Augen. Beiden schon wieder. Beiden nicht. Aber. Also mir geht's blendend. Ja. Wir können weitermachen. Was muss ich jetzt machen? Kannst du noch sprechen? Ein bisschen Koriander. Das hilft? Ja. Okay. Yeah. Geht's dir noch gut? Willst du noch ein bisschen Chili essen? Ja, ich kann. Möchtest du auch? Ich will noch ein Stück essen. Wie macht es da nichts aus? Wir machen 3. Mhm, 1, 2, 3. Was? Also, so geht's nicht. Unglaublich. Du bist nämlich schon raus eigentlich. Hey, ich hab gewonnen. Du hast gewonnen, ja. Feuer! Oh, jetzt koche ich nochmal. Kennst du den Lied? Fuego, manténlo prendido. Fuego, no lo dejes apagar. Fuego, manténlo prendido. Die arme Josie hat's nicht leicht mit ihrer leichtfertigen Küchengesellschaft. Zum Glück lässt wenigstens sie sich nicht vom eigentlichen Geschehen ablenken und wendet sich der Leche de Tigre zu. Die sogenannte Tigermilch ist so etwas wie die Soße für das Ceviche. Sie besteht aus Ingwer, Limette, etwas rohem Fisch, Koriander, Zwiebel, Chili und Staudensellerie, die im Mixer püriert werden. Und irgendwie hat Josie es auch geschafft, dass trotz Küchenparty am Ende ein fertiges Ceviche dabei herauskommt. Das sie hier liebevoll anrichtet und hübsch spaziert. Wer es nachmachen möchte, sollte folgende Zutaten besorgen: Fisch mit weißem festen Fleisch, Limette, Mango, Koriander, rote Zwiebel, Chili, Sellerie und Ingwer. Ja, liebe Zuschauer, wir haben uns jetzt feierlich in Schale geschmissen, wie Sie sehen. Chakal-Style, um unser Ceviche hier zu genießen. Und an meiner Seite Herr Woders, also ich muss Ihnen sagen, das steht Ihnen vorzüglich, Herr Woders, sollten Sie immer tragen. Vielleicht sollte ich das wirklich öfters tragen. Ja, wunderbar, also dieses Pink, ganz großartig. Haben Sie schon mal Ceviche gegessen eigentlich? Nein, das erste Mal. Ich bin ganz begeistert. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Nein, sehr, sehr gut.
überhaupt, ich finde dieses Restaurant traumhaft. Bin nicht so oft in dieser Gegend, aber jetzt werde ich öfters hier sein. Ganz sicher. Wir freuen uns. Kann ich essen? Ja, klar. Ach, danke. Kannst du essen. Guten Appetit. Danke, danke. Provecho. Mit am Tisch sitzt Babu Haugt, Manager des Restaurants. Babu, wen wollt ihr denn ansprechen mit dem Restaurant? Im Prinzip wollen wir alle ansprechen. Wir wollen den Leuten Südamerika vorstellen, mit ihrer ganzen Bandbreite. Wir haben Argentinien, wir haben Brasilien, wir haben Peru, wir haben alles vertreten, was das Essen hergibt sozusagen. Ich glaube, es gibt auch einen neuen Trend, die südamerikanische Küche. Wir hatten jetzt die Nordeuropäer, jetzt kommen die Südamerikaner. Und er ist ja auch ein Star, er ist ein ganz großer Star in Portugal, ein Star in China. Du hast ja eine tolle Sendung auch in China, habe ich gehört. Ja, eine tolle Sendung, das ist alles, aber Ceviche. Wie oft bist du in Berlin? Ungefähr eine Woche in Berlin, eine Woche weg. Eine Woche in Berlin, eine Woche weg. Doch so oft in Berlin? Toll. Ja, jetzt ja. Ja, im Sommer ich bin mehr in Portugal, weil ich habe ein Restaurant am Strand. Und normalerweise im Januar, ich bin in China einen ganzen Monat, aber ich möchte mehr Zeit in Berlin bleiben. Und ja, mach das. Ja, ich mache gefällt dir Berlin, ne? Schön hier in Berlin. Ja, ich liebe Berlin. Berlin ist schön. Und Chagall hat auch ein Buch geschrieben, jetzt Zuschauer hier. Chagall Koch. Gerade geschrieben. Gerade geschrieben. Ja. Ganz neu auf dem Markt quasi. Ja. Nein, aber es ist wirklich ein tolles Buch. Was ist es? Einmal Rundumschlag um die ganze Welt? Natürlich würde ich sagen, es ist ein tolles Buch. Es ist das beste Buch am Welt, sie kann kaufen. Hat sogar einen Preis gewonnen, ne? Ja. Was war das für ein Preis? Hat der beste Koch, Fernsehkoch, weiß ich nicht ungefähr, wie das der Welt quasi. Ich glaube, best Cookbook of the World oder sowas. Ne? Also so ganz bescheiden hier. Mit Rezepten aus aller Welt. Und das Schöne ist, Sie können zwei Bücher gewinnen. Genau, mit. Mit. Thoma, liebe Zuschauer, ist das nicht sensationell? Können Sie eine E-Mail schreiben an berlinkocht@tvb.de. Und dann können Sie bald so gut kochen wie Chagall. Sag mal, Chagall, hoffentlich nicht so gut. Wo kommt der Name hier des Restaurants? Du sagst eine Schimpfwort. Ein Schimpfwort? Ja, es ist wie die Leute von Spanien, heißt die Immigrant, das hat von Südamerika gekommen, um in Spanien zu arbeiten. Und sagt in Sudakas, ist ein bisschen wie Ossi oder schlecht. Schlecht, noch schlecht. So, ich bin eine Sudaka. So, ich bin stolz, Sudaka sein. Das heißt, Chossi auch, weil. Ich glaube, wenn du weißt, was du bist, ist es egal, was die Leute sagen. Ja. So, wenn die Spanier kommen hier und sagen, weißt du, was Sudaka ist? Ja, natürlich, ich bin eine Sudaka. Ja, warum hast du das gemacht? Also, das ist ein Schimpfwort, haben wir gelernt. Deswegen, wir essen jetzt mit den Sudakas hier noch ein bisschen weiter. Ne? Mhm. Und das Rezept, liebe Zuschauer, wie gewohnt auf www.berlinkocht.tv. Nächste Woche gibt es dann wieder ein neues Rezept für Sie. Ich würde sagen, wir stoßen mal an, oder? Ja. Salut. Salut. Hallo, tschüss, bis nächste Woche. Hallo. Präsentiert von Kaisers.